Liebes ORF-Team, liebe ORF-Beteiligten, ich habe dieses Video gesehen bezüglich RSV-Viren oder Impfprophylaxe, respiratorisches Syncytialvirus. Und vielleicht kurzer Einspann, welches Video? Und ich bin dazu jetzt mit Volker Strenger verbunden. Er ist Kinderinfektiologe an der Medizinischen Universität Graz. Schönen guten Tag, Herr Strenger. Hallo, schönen guten Tag. Ja, wir haben es gehört, jetzt sollen doch Impfdosen für Neugeborene kommen, in der ersten Lebenswoche. Wie sehr hilft denn das im Kampf gegen das Virus? Also wir erwarten uns anhand der Studien, die es ja gibt und Erfahrungen auch aus der letzten Saison, wo das in bestimmten Regionen. Es ist schön, dass der Kollege das noch einmal für sich betonen muss, die Studien, die es ja gibt. Zu diesen Studien ist Folgendes zu sagen. Wir wissen seit circa 100 Jahren, dass mit der Infektionstheorie etwas nicht stimmt. Wir wissen das seit Marsha und Dasha. Das war ein Einstieg in die siamesische Zwillingsstudien. Es gibt nicht nur diese eine, es gibt mehrere davon, die gezeigt haben, dass das ganze Infektionsthema neu überdacht werden muss. Wieso mache ich dieses Video? Ich weiß, dass viele im ORF an die Virustheorie und vor allem an die Pandemie geglaubt haben oder gar noch glauben. Ich weiß, dass Armin Wolf seine eigene Dixi-Toilette hatte, also zu Zeiten der Pandemie hatte der sein eigenes versperrbares WC. Und all das zeigt, dass ihr, wie scheint, wirklich Angst habt vor so einer Pandemie. Und deswegen dieses Video, denn wir wissen seit gut 100 Jahren, Infektionen funktionieren nicht so, wie es im Mainstream, im medizinischen Mainstream propagiert wird. Es gab zahlreiche siamesische Zwillingsstudien, die gezeigt haben, dass der eine Zwilling zum Beispiel krank wurde, der andere nicht. Der eine bekam Masern, der andere nicht. Und bei einer hoch ansteckenden Erkrankung, wie zum Beispiel Masern, müsste man sich ja erwarten, dass es zu einer Infektion kommt, wenn die miteinander verbunden sind. Man hat das damals dann versucht klein zu reden und vor allem beginnt man jetzt die Inhalte zu löschen. Ich habe Ihnen hier eingeblendet, zum Beispiel von Cochrane, die Empfehlung für Masern vor der Pandemie. Und da sehen Sie, da sagte Cochrane, das ist eine medizinisch evidenzbasierte Datenbank, da sagte Cochrane, wir können nach fast 30 Jahren Impfen nicht ausschließen, dass die Impfung die Erkrankung eigentlich auslöst, die sie verhindern soll. Kurz vor der Pandemie kam dann eine Spende von der Bill Gates Foundation. Professor Goetsch wurde von der Cochrane Library entfernt und heute steht, Masern ist eine tolle Impfung. Ich habe Cochrane angeschrieben diesbezüglich und wollte eine Stellungnahme, habe natürlich nichts bekommen. Wieso erzähle ich Ihnen das? Sie werden vielleicht, wenn Sie sehr gut recherchieren, über diese Zwillingsstudien noch einiges finden. Es kann aber natürlich sein, dass da vieles schon gelöscht wird. Ich selber kämpfe jetzt seit 4 Jahren gegen diesen Plandemie, für mich Plandemie-Wahnsinn. Ich selber bin Zahnarzt, habe zigtausende Behandlungen gemacht, ohne Maske, in den Aerosolen badend. Ich wurde nie krank. Die ganze Infektionstheorie, ich habe Ihnen hier jetzt einen Gerichtsakt eingeblendet. Da geht es um den Masernprozess, wo also festgestellt wurde, dass es wie scheint nicht einmal das Masernvirus gibt, baut auf einem riesigen Irrtum auf, die ganze Infektionstheorie. Und was für ein Irrtum? In der Medizin bezeichnen wir Partikel, die wir in extrazellulär finden, als Viren. In der Molekularbiologie werden genau die gleichen Partikel als Exosomen bezeichnet. Exosomen in der Molekularbiologie, das ist die große Überschrift Zell-Zell-Kommunikation. Das heißt, Zellen können über Exosomen miteinander kommunizieren im Gewebe. Es werden, so wie es in der Animation hier dargestellt wird, werden
in der Zelle Vesikeln gebildet. Die werden in eine Membran gehüllt, in die zelluläre Membran, also Phospholipid-Doppelschicht, und enthalten Proteine, DNA, RNA, Einzelstrang, Doppelstrang und werden in den extrazellulären Raum abgegeben. Dort werden sie dann von anderen Zellen aufgenommen, vom Gewebszellen, und so dient eine Zell-Zell-Kommunikation. Das wissen wir auch seit gut 50 Jahren. Wir wissen seit dem humanen Genomprojekt, dass das, was wir als Virus bezeichnen, in unserem Genom zu finden ist, in der sogenannten Junk-DNA, Nonsens-DNA. Ja, es findet ein Informationsaustausch statt, das heißt, wir nehmen Informationen zu uns, jedes Mal, wenn wir etwas riechen, wenn wir etwas schmecken, wenn etwas unsere Augen, Schleimhäute berührt, nehmen wir Informationen auf. Dieser Informationsaustausch dient aber dazu, dass er uns besser macht, nicht, dass wir erkranken. Es kann manchmal passieren, wenn sehr viel Information in der Luft liegt, Frühling und im Herbst, dass besonders schwache Menschen, gebrechliche, alte, sehr kranke, aufgrund dieses hohen Informationsaustausches erkranken, endogen erkranken, von innen heraus, und dann an einem terminalen Infekt erliegen. Diese ganzen Infekte sind aber immer von uns selber, von innen. Magen-Darm-Trakt, von der Lunge, die auch besiedelt ist, nie von außen. Und das Bewusstsein spielt hier eine ganz, eine wichtige Rolle. Es gibt zu diesem Thema mittlerweile irrsinnig viele Daten, dass also das, was wir als Impfung bezeichnen, nichts nützt. Wobei, weil das ja auch immer wieder vom ORF dann gefragt wurde, sind Sie ein Impfgegner? Wieso sollte man ein Gegner von etwas sein, was für den Menschen gut zu sein scheint? Das heißt, die Worthülse impfen ruft bei uns eine gute Assoziation hervor. Man bekommt was in den Körper und ist gegenüber etwas anderem dadurch geschützt. Das ist ja gut. Nur in der Praxis hat sich das nie bewahrheitet. Es gingen die Fallzahlen wie Masern, Mumps, Polio, gingen runter. Aber nicht mit irgendwelchen Impfungen, sondern mit der flächendeckenden Einführung von Kühlschränken, Trinkwasser, Abwasserleitungen. Sogar Professor Jonas Salke schreibt in seinem Buch Der Entwickler der Polio, dass er einen Fehler gemacht hat. Es gibt zu dem Thema auch viele Bücher, der Impffriedhof oder Wir impfen nicht. Es gibt Leute, die in Instituten gearbeitet haben, Dr. Hartmann, 10 Jahre in der deutschen Impfzulassungsbehörde, der also ganz klar sagt, du, das, was wir den Leuten als Impfungen verkaufen, das bringt nichts. Ich bin jederzeit gern bereit und ich brauche keine Sehe, ich mache dieses Video zwar öffentlich, aber ich bin nicht interessiert an irgendwelchen großartigen Veröffentlichungen. Aber ich bin jederzeit gerne bereit, unter vier Augen das Prinzip der Exosomen, der Infektionstheorie, der zu erklären. Sie laden sich immer wieder die falschen Leute ein, nämlich Menschen, die von dieser Angstmache leben, die nicht gewillt sind, woanders hinzuschauen. Und man merkt es ja an dem Interviewten, wie unsicher er mittlerweile ist und wie sehr er sich bestätigen muss, ja, die Studien, die es da gibt. Diese Studien bauen auf vielen Irrtümern auf. Dr. Lanker hat mit seinem Masernprozess gezeigt, dass das, was Ärzte als Viren interpretieren, eigentlich Exosomen sind. Weil er gezeigt hat, dass wenn man die Zellen unter Stress versetzt und mit nichts beträufelt, genau das Gleiche dabei rauskommt, wie wenn man es mit Viren beträufelt. Er hat einen Kontrollversuch gemacht. Gern bin ich bereit, all das zu erklären, denn es kann nicht sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile viel, viel weniger wissen als viele, viele Menschen da draußen und man weiterhin dieses ganze Impfthema so sehr pusht, obwohl es auf falschen Erkenntnissen, auf Verdrehungen
und auf ideologisch geführten Meinungen aufbaut. Das darf nicht sein, nicht für einen öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Ich hoffe, das Video erreicht Sie. Ich werde es per E-Mail schicken, ich werde es an diverse Adressen schicken, ich werde es veröffentlichen. Wie gesagt, es geht mir hier nicht um Aktionismus, aber es kann, wie gesagt, nicht sein, dass mittlerweile der Otto-Normalverbraucher mehr über das Thema Spritzen, was wir als Impfung verkaufen, weiß, als der öffentlich-rechtliche. Alles Liebe!